Wenn ihr eure Krone jemals wiedersehen wollt, Spitzohren, kommt nach Karasakarak und bettelt. Nach dem Tod von Phönixkönig Kalidor nahm Gotrek Starbreaker die Krone der Elfen an sich und die Zwerge betrachteten den Groll als getilgt und den Krieg als gewonnen. Die Elfen waren nicht in der Position, ihnen zu widersprechen. Mit ihrem König tot und den Neuigkeiten, dass Malekith Ulthuan attackiert, evakuierten sie die Siedlung in der alten Welt und zogen sich zurück. Und auch wenn die Da'Vi einen gewaltigen Sieg eingefahren hatten, war er teuer erkauft. Der Krieg der Rache dauerte fast 400 Jahre und viele stolze Bärtige hatten auf dem Schlachtfeld ihr Leben gelassen. Doch anstatt sich zu erholen und ihre Position als Herrscher der alten Welt zu etablieren, mussten die Zwerge eine weitere katastrophale Entwicklung erleiden. In der verwunschenen Stadt Skavenblight arbeiteten die Rattenmenschen an einer gewaltigen Maschine, die es ihnen erlauben sollte, ihr Reich ins Unermessliche auszuweiten. Von Clan Scryer gebaut und von den grauen Propheten gestärkt, fütterten sie ihre Höllenerfindung mit Unmengen an Warpstone, bis es schließlich einen furchtbaren Unfall gab, der die große Stadt fast komplett zerstörte. Eine Flutwelle zerstörerischer Warp-Energie erschütterte die Welt in ihren Grundfesten. Die Explosion erschütterte selbst die stolzesten Berge des Weltrandgebirges und einige brachen unter der Macht der Explosion einfach zusammen. Ganze Karaks wurden in wenigen Sekunden vernichtet und viele hunderttausend Zwergenleben ausgelöscht. Keine Zwergenstadt, nicht einmal der stolze Immergipfel blieb unversehrt. Doch viel schlimmer noch, das Ungdrin Ankor, das unterirdische Tunnelnetz, das die Karaks verband, stürzte zu großen Teilen ein und isolierte viele Karaks voneinander. Diese Zeit und die folgenden Jahre wurden von den Zwergen als die Zeit des Kummers betrachtet. Während der Zeit des Kummers gibt es nur wenig Aufzeichnungen, eine Tatsache, die das Trauma dieser Epoche nur noch verdeutlicht. Die Zwerge sind normalerweise sehr genau, was ihre Vergangenheit angeht, und die Geschichtsschreibung der Zwerge ist eine der zuverlässigsten in der Warhammer-Welt. Doch der Schmerz dieser Zeit und die Anstrengungen des Wiederaufbaus, sowie die Scham über den Verlust ihrer einstigen Macht, führte sogar bei den Da'Vi zu großen Lücken in der Geschichtsschreibung. Die nächsten Geschehnisse, die wir aus den Einträgen im Buch des Grolls ableiten können, nahmen ihren Anfang im Jahr 1449 vor dem imperialen Kalender. Durch die zerstörerischen Ereignisse der Zeit des Kummers begann eine gewaltige Migrationswelle, weg von den bergigen Gebieten im Osten der Welt. Besonders die Grünhäute flohen in großen Zahlen, da viele ihrer ehemaligen Siedlungsgebiete nun von aktiven Vulkanen bedroht wurden. Mit tausenden von marodierenden Grünhäuten wurden auch viele Menschenstämme zur Flucht über das Weltrandgebirge getrieben und stellten ersten Kontakt mit den Zwergen her. Hochkönig Nurn Schildbrecher sah in den barbarischen Stämmen keine Gefahr und begann eine rege Handelsbeziehung mit den Stämmen, die später das Imperium begründen sollten. Auch wenn offizielle Bündnisse erst mit der Zeit von Sigmas Imperium geschlossen werden sollten, legte Nurn so die Grundsteine für eine Beziehung zwischen dem Imperium und den Zwergen. Betrachtet man diese Handelsabkommen als den Anfang und übersieht einige kleinere Konflikte, besteht die Freundschaft der beiden Rassen im modernen Warhammer seit fast 4000 Jahren. Das macht ihr Bündnis nicht nur zu dem längsten der Welt, sondern auch zu dem einzigen, das ungebrochen sogar in den letzten Tagen aufrechterhalten wurde. Doch den fliehenden Menschen folgten die marodierenden Grünhäute und besonders die Goblin-Horden sorgten in den Bergen für Unruhe. Die kommenden 1000 Jahre wurden als die Goblin-Kriege in den Annalen der Zwerge eingetragen. Natürlich kämpften auch Orks und Skaven gegen die Zwerge in dieser Zeit. Doch dem Namen nach können wir davon ausgehen, dass besonders die Angriffe der Goblins aus den tiefen Tunnelnetzen zu Problemen wurden. Denn die Festungsmauern eines Karaks sind beinahe unüberwindbare Hürden für nahezu jeden Feind. Aber die Goblins konnten sich durch die eingestürzten Tunnel zwängen und die Zwerge direkt in ihren Karaks überfallen. Eine Taktik, durch die die Zwerge all ihre Vorteile der Befestigung verloren und die Grünhäute ihre volle zahlenmäßige Überlegenheit zum Tragen bringen konnten. Die erste Festung, die den Zorn der Grünhäute spüren sollte, war Karak Ungor, eine große Zwergenstadt im Norden des Weltrandgebirges, bekannt für ihre tiefen Minennetze. Eben diese Minennetzwerke sollten ihr Untergang sein. Während die Verteidiger verzweifelt versuchten, die Orks an der Oberfläche abzuwehren, eine titanische Aufgabe, da die Außenmauern noch immer von der Katastrophe der Zeit des Kummers beschädigt waren, fand der Goblinstamm der Rotaugen einen Zugang an der Oberfläche zu einem eingeschürzten Schacht des Karaks. Binnen weniger Stunden strömten tausende Goblins durch die Tunnel in das Karak. König Morek Steinhammer, der zu dieser Zeit einen Bruch in der Mauer mit seinen Langbärten verteidigte, erhielt Nachricht und zögerte nicht, einen Rückzug zu befehlen.
Viele Zwerge starben an diesem Tag. Doch dank der Geistesgegenwart ihres Königs und den starken Axtarmen ihrer Krieger konnten viele Zwerge ihr Karak zurücklassen und in Sufbar und Karakadrins Zuflucht suchen. Borek Steinhelm selbst leitete den Schutz der Zivilisten und der König und seine Leibwache blieben in den Tunneln zurück, um den Bergarbeitern genug Zeit zu geben, den Ausgang mit Sprengladung zu versiegeln. Als die Felsen fielen, um ihren Rückzug zu sichern, konnten die Überlebenden des Karaks noch einen letzten Blick auf ihren König werfen, der wie Grimnir selbst die Goblins im Dutzend abschlachtete. Morek Steinhammer starb, um sein Volk zu retten. Er zögerte nicht, sich selbst zu opfern, um der Pflicht seines Amtes gerecht zu werden. Für diese Tat ehren ihn die Nachkommen und Überlebenden noch immer, und er ist einer der größten Ahnen des Steinhelm-Clans. Doch Karak Ungor sollte nur der erste von vielen Einträgen im Buch des Krolls sein. Mit den Massen der Orks an der Oberfläche und den Goblins in den Tunneln war eine Kommunikation zwischen den Karaks beinahe unmöglich. Und somit konnten die Zwerge keine vereinten Verteidigungspläne schmieden und fast jede Festungsstadt war auf sich alleine gestellt. Die nächste bekannte Konfrontation war um Karak Vaan. Karak Vaan ist eine Feste am Schwarzwassersee, oder Varndras, wie die Zwerge ihn nennen, und war zu seiner Zeit eine der reichsten Festungen des Zwergenreiches. Karak Vaan lag direkt über einem reichen Gromriel-Vorkommen und wie schon bei Karak Ungor wurde der Quell ihres Reichtums zu ihrem Untergang. Die tiefen und weitreichenden Tunnelsysteme waren nicht zu verteidigen, doch dieses Mal waren es nicht die Goblins, die der Festung zum Verhängnis wurden. Während den Beben der Zeit des Kummers wurden viele unterirdische Gänge geflutet und somit unbrauchbar. Karak Vaan konzentrierte sich während dem Wiederaufbau zuerst auf die Festungsmauern und die zivilen Teile der Stadt, da ihre Goldreserven ausreichten, um die Minen einige Jahre nur minimal zu bearbeiten. Doch eine geringe Anzahl an Bergarbeitern führte dazu, dass die Darwi nicht bemerkten, dass die Skaven einen Tunnel von Skavenbleit aus gruben, den sie mit den Höhlen unter Karak Vaan verbunden. Mit Hilfe einiger Speer an der Oberfläche passten die Skaven einen Zeitpunkt ab, in dem die Zwerge auf den Festungsmauern gegen eine Ork-Invasion kämpften und strömten dann selbst aus den Minen. Der Plan war simpel und effektiv. Die Skaven würden zuerst die hilflose zivile Population abschlachten, während die Orks die Armee beschäftigten. Dann würden sie den Darwi-Trupp in den Rücken fallen und ihrerseits die Verteidigungsanlagen des Karaks gegen die geschwächten Orks einsetzen. Der Plan war solide und schien perfekt zu funktionieren, doch die Skaven unterschätzten den Kampfeswillen und die Geistesgegenwart der Zwerge. Die zivile Population war durchaus bewaffnet und lange nicht so hilflos, wie die Ratten angenommen hatten. Und das gab den Zwergen genug Zeit, einen Plan zu formulieren. Sie gaben die äußeren Mauern auf und öffneten die Tore, nur um sich dann tief in ihre Festung zurückzuziehen. Die Zwerge verbarrikadierten ihre inneren Tore und die Skaven wurden plötzlich von der Streitmacht der Grünhäute in ihrer Flanke überrascht. Die Skaven und Grünhäute lieferten sich eine unfassbar blutige Schlacht, die schließlich von den zahllosen Horden der Ratten gewonnen wurde. In ihrer Zahl deutlich reduziert und den Zwergen in einer fantastischen defensiven Position, dauerten die Kämpfe noch ein ganzes Jahr, in dessen Verlauf sich die Skaven jeden Meter Boden mit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Toten erkaufen mussten. Jede andere Armee wäre unter diesem Verschleiß untergegangen, doch die Skaven hatten eine direkte Versorgungslinie nach Skavenbleit und schafften tagtäglich hunderte neue Sklaven an die Front. Und so teuer die Zwerge ihr Leben auch verkauften, schlussendlich fielen sie den unendlich scheinenden Horden zum Opfer. Nur ein einziger Zwerg sollte die Schlacht von Karak Vaan überleben. Ein junger Bote, den die Darwi nach Sufbar schickten, um ihre letzten Stunden und ihre Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Die Bewohner von Karak Vaan sind als Helden gestorben. Doch leider konnten nicht alle verlorenen Karaks ihre Geschichte notieren lassen. Viele Flüchtlinge wurden auf ihrem Weg zu anderen Karaks von Ork-Horden an der Oberfläche oder Nachtgoblins und Skaven in den Tunneln niedergemetzelt. Binnen der nächsten paar hundert Jahre sollte das komplette östliche Weltrandgebirge fallen. Und auch wichtige Minenkomplexe wie Ekrund und Gundbad wurden von den Nachtgoblins übernommen. Mit dem Untergang der Karaks gingen auch viele Geheimnisse der Zwergenkultur verloren. Runen wurden vergessen, Pläne für Maschinen zerstört und viele uralte Schmiedetechniken starben mit ihren Anwendern. Das Crescendo des Krieges war der Verlust drei großer Festungen im Karas Ankor. Karak Asgal, die Stadt der Juwelen, wurde von Goblins und Skaven überrannt, die sich seitdem in ihren Straßen abschlachten. Karak Dras fiel an die Orks, die eine ihrer größten Festungen daraus machten. Und schließlich, im Jahr 513 vor dem imperialen Kalender,
fiel die größte Zwergenstadt nach Karas Akarak. Valar Azriel Ungol, die Königin der silbernen Tiefen, auch bekannt als die Stadt der Säulen oder Karak-8-Gipfel. Der Verlust dieser Stadt traf die Zwerge so hart wie kaum ein anderer. Karak-8-Gipfel war eine der größten architektonischen Errungenschaften der Davi und viele diskutierten hitzig, ob sie oder der Immergipfel das prächtigste Karak von allen sei. Doch heutzutage ist das keine Frage mehr. Die einst so ruhmreiche Festungsstadt wurde von den Nachtgoblins und Skaven geschliffen, die seitdem erbittert um die Vorherrschaft kämpfen. Mit den Davi nicht mehr als einer fernen Erinnerung in ihren Hallen. Viele Flüchtlinge aus dem großen Karak erkannten, dass das Weltrandgebirge verloren war und sie auf dem Weg zu den anderen Karaks nur dem Tod begegnen würden. Also schlossen sie sich zu Expeditionen zusammen, die sich durch die Wälder der alten Welt bis zum grauen Gebirge durchschlugen und dort eine neue Heimat errichteten. Die Überlebenden dieser Expedition waren zahlreich genug, um zwei neue Karaks zu bauen und zu bevölkern. Karak Norn und Karak Isor. Beide lange nicht so gewaltig wie ihre Schwesterstädte im Karas Ankor, aber deutlich sicherer vor den Orks und Skaven mit reichen Kupfer- und Silberadern zum Abbauen. Mit der Zeit etablierten die Zwerge eine rege Handelsroute zwischen den überlebenden Festungen im Weltrandgebirge und den neuen Karaks Norn und Isor. Über diese Handelsroute bemerkten die Zwerge, dass ihre alten Verbündeten, die Menschen, eine recht große Präsenz im Flachland etabliert hatten und ebenfalls gegen die Grünhäute kämpften. Daher unternahmen die Davi große Bemühungen, um Kontakt mit den Menschenstämmen aufzunehmen und mit ihnen Handel zu treiben. Sogar Waffenlieferungen als Geschenke wurden den Menschen überreicht, in der Hoffnung, sie für den Kampf gegen die Orks zu stehlen. Doch die Menschen waren uneins und verloren daher langsam den Kampf gegen die Grünhäute. Zumindest bis zu einem schicksalhaften Tag. Der Großkönig Kurgan Eisenbart wurde während der Reise zwischen den Zwergenreichen von Grünhäuten gefangen genommen und von einem jungen Menschenprinzen namens Sigmar Unberogen gerettet. Zum Dank vermachte ihm Kurgan ein altes Artefakt der Zwerge, den Kriegshammer Galmaras, mit dessen Hilfe Sigmar die Menschen unter seinem Banner vereinte und zu einer der schlagkräftigsten Einheiten verband. Für diesen Teil der Geschichte könnt ihr euch am besten noch einmal meine Erzählungen zu Sigmar Heldenhammer anhören. Zwischen Sigmar und Kurgan wurde das Bündnis aus Zweck zu einer Beziehung der Freundschaft und die Allianz zwischen Zwergen und Menschen wurde in den Feuern des Krieges und der Schlacht am Schwarzfeuerpass geschmiedet. Der Meisterschmied Alaric der Wahnsinnige schmiedete den Menschen zum Dank 12 Runenklingen und Sigmar wurde zum ersten Herrscher des Imperiums der Menschheit. Und noch bei seinem Amtsantritt schwor Sigmar Heldenhammer das Bündnis aufrechtzuerhalten, solange sein Herz schlug und sein Imperium Bestand hatte. Ein Versprechen, das alle Imperatoren und Hochkönige erneuern und hochhalten sollten. Diese Allianz brachte großen Wohlstand zum Imperium der Zwerge und dem der Menschen. Davi und Imperiale bewegten sich frei zwischen den Grenzen und der Handel erblühte. Mit einigen Zwergen, die sogar in den Städten der Menschen eine Heimat fanden und dort durch ihr Handwerk Geld verdienen. Die Zwerge versorgten die Menschen mit exzellent gefertigten Waffen und dem Wissen der Jahrhunderte, während die Menschen gute Münze dafür bezahlten und den Zwergen mit Arbeitskraft und Naturalien zur Seite standen. Auch wenn die Zahlen der Zwerge durch die vielen Katastrophen stark reduziert und die alte Welt alles andere als sicher war, mit Grünhäuten und Tiermenschen in jedem Wald und jeder Höhle, so war es doch eine Zeit des Friedens, in der die Zwerge sich erholen und zumindest einen Teil ihrer alten Stärke zurückerlangen konnten. Was folgte, war das silberne Zeitalter der Zwerge, ihr zweiter Wind, eine Zeit des Wohlstands und der Rache. Reihe um Reihe von grimmigen Kriegern in Grommittel-Rüstung verließen die Karaks. Das Buch des Grolls war voll und die Zeit der Abrechnung gekommen. Mächtige Runenweber und Waffen wurden ersetzt durch große Kanonen und Kriegsmaschinen. Die Zwerge waren nicht mehr die meisterhaften Schmiede magischer Waffen wie einst, doch das Schwarzpulver hatte ihre Armeen revolutioniert und Lundenschlosspistolen sowie riesige Kanonen brüllten ihren Feinden einen schnellen Tod entgegen. Die Davi marschierten und ihre Flammenwerfer säuberten Skaven aus den Minen, ihre Äxte schnitten die Orks von den Zinnen ihrer Festungen und ihre Bomben vertrieben die Goblins aus den Städten. Zwar war diese Kampagne der Rückeroberung ein schwerer Preis, der mit dem Leben vieler tapferer Zwerge bezahlt wurde, und so viele Erfolge sie auch einfuhren, ein Großteil ihres alten Reiches blieb in der Hand der Feinde, doch die Erfolge waren wichtig, nicht nur für den Wohlstand und die Wiedererschließung ertragreicher Minen, sondern vor allem für die Zwerge selbst. Diese Siege gaben ihnen ihren Stolz zurück.
Die Davi zogen aus, um zu siegen, und kamen mit Händen voll Gromril zurück nach Hause. Die technologische Revolution des Schlachtfelds griff auch auf die Industrie der Zwerge über. Dampfmaschinen ermöglichten schnellen Handel zur See, beschleunigten den Abbau seltener Erze und gleichermaßen konnten die Erfindungen teuer an die Menschen verkauft werden. Durch die Erfolge der Davi wuchs das Imperium. Die Zwerge zeigten ihnen die Methoden der Stahlverarbeitung, gaben ihnen frühe Musketen und sogar die Dampfmaschine. Natürlich wurde nicht sämtliches Wissen geteilt. Die Ingenieursgilden der Zwerge regulierten den Wissensfluss extrem genau. Doch das Maß an Vertrauen, das die Zwerge dem Imperium zeigten, war bis dahin unerhört und katapultierte das Imperium zu einer globalen Macht. Die Allianz zwischen Menschen und Zwergen wurde in den nächsten 2000 Jahren immer wieder auf die Probe gestellt. Und jedes Mal bewiesen die Verbündeten sich gegenseitig ihre Loyalität. Natürlich hatten die Menschen noch immer ein paar Macken, an denen sich die Zwerge störten. Sie waren zu kurzlebig für echte Freundschaften, neigten zu Machthunger und Falschspiel und vor allem brauten sie furchtbar wässriges Bier. Doch für Zwergenmaßstäbe sind das sehr wenig Beschwerden, denn die grummeligen Bärtigen finden überall einen Fehler. Das nächste große Ereignis beginnt im Jahr 2302 mit dem Angriff des ewig Auserwählten Asavakul auf Kislev. Die Stadt Ehrengrad fiel schnell unter dem brutalen Angriff der korrumpierten Streiter. Darauf folgte eine der blutigsten Belagerungen in der Geschichte der alten Welt in Prag. Die Schlacht hielt tapfer für ein halbes Jahr, doch mit dem kommenden Winter nahmen die Chaoskräfte die Mauern ein und richteten ein unfassbares Massaker in den Straßen der Stadt an. Seitdem ist Prag ein Mahnmal an die Menschheit, denn die Stadt ist so tiefgreifend vom Chaos korrumpiert, dass die wenigen Einwohner, die dort heute wieder leben, niemals ganz bei sich sind. Viele Stadtteile sind noch immer nicht bewohnbar, denn dort ziehen namenlose Schrecken durch die Straßen. Das Fleisch der Opfer ist mit dem Stein der Straßen verschmolzen und formt widerlich verzerrte Gesichter oder fangzahnbewehrte Mäuler. Die Wände haben so viel Leid gesehen, dass sie sich des Nachts öffnen und vor Schmerz in den Nachthimmel schreien. Als sich das Imperium nach langen Streitigkeiten schließlich unter Magnus dem Frommen zusammenschloss, bat dieser die Zwerge um Hilfe. Auch wenn die Zwerge ihren Unmut ausdrückten, dem Imperium zu helfen, während es an der Seite der Hochelfen kämpfte, wussten die Davi um die Gefahr des Chaos. Und obwohl ihre große Festung Karas Akarak unter Belagerung durch die dämonischen Kräfte stand, schickten sie trotzdem eine Unterstützungsarmee ins Imperium. Und nachdem die Chaoskräfte sich vom Immergipfel zurückgezogen hatten, um sich der Hauptarmee unter Asavakul anzuschließen, führte Hochkönig Alrikson persönlich die ermüdeten Verteidiger auf einen Gewaltmarsch nach Altdorf, um ihren Verbündeten in der letzten Schlacht gegen die ewig Auserwählten zu helfen. Hochkönig Alrikson kam schweren Herzens zurück nach Karas Akarak. Seine Söhne hatten ihr Leben in der Verteidigung des Immergipfels gegeben und auch sein eigener Körper war geschunden von den Kämpfen im Imperium. Auch wenn er sich nach außen seinen Schmerz nicht anmerken ließ, ging seine Zeit zu Ende und er wusste es. Am schwersten belastete ihn die Situation in seinem eigenen Reich. Die Karaks des Karas Ankor hatten ihm lange nicht so viele Truppen gesendet, wie er erwartete. Und die Könige schienen gespalten und nur besorgt mit ihren eigenen Problemen. Eine solche Spannung hatte er unter den Davi nie gesehen und er beschuldigte sich selbst und seine Regentschaft dafür, dass er es zugelassen hatte. Seine letzte Amtshandlung würde daher die Auswahl eines Nachfolgers sein. Da Alrikson all seine Söhne verloren hatte, berief er einen Rat der Könige ein. Etwas, das seit 300 Jahren nicht mehr geschehen war. Alle Könige des Karaks sowie ihre respektiertesten Tains und die Patriarchen der traditionsreichsten Clans wurden in seine Hallen eingeladen. Dort gab er bekannt, dass aus ihren Reihen der Nachfolger des Throns bestimmt werden sollte. Allerdings nicht nach Beliebtheit oder Status, sondern durch Wettkampf. Jeder Clan sollte einen Kandidaten auswählen und dieser hätte genau ein Jahr Zeit, Heldentaten zu vollbringen. Nach genau einem Jahr sollten sie sich wieder hier einfinden und der Zwerg, der die größten Taten vollbracht hatte, würde Hochkönig werden. Dieser Vorschlag brach Alrikson viel Lob seitens der Versammlung ein. Erstmal waren alle Anwesenden geehrt, einer Königsversammlung beizuwohnen, denn die Zwerge lieben ihre Traditionen und Rituale mehr als alles andere. Und andererseits hatten sie nun die Möglichkeit zu beweisen, dass ihr Clan der Beste war und die ehrenvolle Position des Hochkönigs verdiente. Der Beschluss wurde einstimmig unterstützt und die Kandidaten zogen in die Welt hinaus. Nach einem Jahr kamen alle Anwesenden zurück in die Kammer, alle bis auf drei. Drei der Kandidaten wurden während ihren Abenteuern getötet.
Der erste Versammlungstag wurde ihnen gewidmet. Ihre Namen wurden geehrt und die Grolle ihres Todes vermerkt. Am zweiten Tag wurden die Kandidaten eingeladen, vor die Versammlung zu treten und von ihren Taten zu berichten und ihre Trophäen zu zeigen. Der beeindruckendste Kandidat war ohne Zweifel Ungrim Eisenfaust vom Clan der Drachenbärte, der spätere Slayer-König von Karakadrin. Er hatte den Kopf eines Riesen dabei, den er im Zweikampf erlegt hatte, zusätzlich zu vielen Zeugen seiner großen Taten im Karas Ankor. Der Kopf der Bestie war so groß, dass 2 Dutzend Zwerge benötigt wurden, um ihn in die Hallen zu tragen. Die Halle brach in lautem Jubel aus und der Hochkönig hatte Schwierigkeiten, die Zurufe der Unterstützung zu beruhigen. Doch alle Anwesenden verstummten, als die Tore aufschwangen und einer der Totgeglaubten die Halle betrat. Es war der Neffe des Hochkönigs, Thorgrim. Thorgrim wurde von etwas begleitet, das seit 1000 Jahren nicht mehr in den Hallen des Immergipfel gesehen wurde. Ein gutes Dutzend Botschafter aus Norskar, Zwerge aus dem hohen Norden, mit denen der Kontakt seit der Zeit des Kummers verloren schien. Sie berichteten von Thorgrims Taten, wie er Schlachten gegen das Chaos und die Biester des Nordens schlug und dass er alleine eine Route zu den Karaks freigemacht hatte, die nun wieder von Zwergen befahren werden konnte. Doch das war nicht alles. Thorgrim hatte die vernichteten Karaks des Nordens erkundet und uralte Runenschriften des größten Runenschmieds der goldenen Zeit, Krak der Grimmige, geborgen, die ebenfalls lange verloren schienen. Die Berichte zeugen von einer langen Stille und einer beinahe schon religiösen Bewunderung, die die Könige durchfuhr, als sie die Runen das erste Mal sahen. Die Stille wurde schließlich von Thorgrim gebrochen, der sich vor die Versammlung stellte und schwor, dass er als Hochkönig nicht nur die verlorenen Karaks finden würde, sondern er würde sich zur Aufgabe machen, jeden Groll aus dem großen Buch des Grolls zu tilgen, jedes Verbrechen an den Zwergen zu rächen und sein Volk von dem Joch der Vergangenheit zu befreien. Thorgrims Tat und Entschlossenheit ließen keinen Zweifel an seinen Worten. Und noch innerhalb der nächsten Stunde wurde er zum Nachfolger des Hochkönigs ernannt. Hochkönig Alrikson starb ebenfalls noch am selben Tag. Seine Wunden waren schon lange tödlich und nur ein unbezwingbarer Wille ließ ihn leben, bis sein Nachfolger bestimmt war. Der alte Hochkönig wurde mit allen Ehren bestattet und Thorgrim wurde gekrönt. Der neue Herrscher wusste, dass nun die Zeit war, seine Kampagne zu starten, da seine Untertanen frisch und voller Tatendrang nach seiner Ansprache waren. Seine erste Amtshandlung war der Angriff auf den Schwarzfeuerpass. Er verbündete seine Truppen mit König Alrik Ranulfsson aus Karakhirn und bezwang die Grünhäute durch einen Zangenangriff. Erzählungen zufolge sollen die beiden Könige sich in der Mitte der Schlacht getroffen haben, als ihre beiden Äxte denselben Ork durchtrennten. Dort hielten sie für ein freundschaftliches Gespräch ein, gelehnt an ihre Waffen, bevor sie das Gemetzel fortführten. Die Schlacht des Schwarzfeuerpasses war der Auftakt von Thorgrims Bemühungen, das Buch des Grolls zu tilgen. Unter ihm sind die Zwerge so kriegerisch und involviert wie selten zuvor. Er selbst verdiente sich unter seinem Volk den Beinamen Grollbart und sein großer Krieg wurde als der Krieg der Abrechnung bekannt. Das war's von mir, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wie ihr alle wisst, sind die Zwerge mein liebstes Fantasy-Volk überhaupt, egal in welchem Universum. Und auch wenn es Tage gibt, an denen ich den Skaven einen kleinen Vorteil gebe, sind die Dawi einfach fantastisch. Dieses Video hat mir dementsprechend viel Spaß gemacht und ich hoffe, es macht die verpasste Folge von letzter Woche wieder gut. Danke fürs Zusehen und natürlich danke an meine großzügigen Patrons und meine Schatzmeister, Jack, Kiranos, Getback und GK King. Bis zum nächsten Mal, I'm out.